Hallo Leute, ihr werdet es nicht glauben. Wir haben einen Eisteebaum gefunden. Eistee, Freunde. Wir haben den Eistee hier gepflückt. Glaubt ihr mir das? Wir haben sogar ein bisschen, bisschen Kekse und Bier von diesem Baum gepflückt. Dieser Eistee ist famös. Ihr müsst unbedingt zu diesem Eisteebaum und euch Eistee selber pflücken, direkt aus der Natur, besser als selbstgemacht. Leute, es gibt aber nur ein Geheimnis mit diesem Eisteebaum. Ihr könnt nur zu diesem geilen Eisteebaum um 3 Uhr nachts. Wie ihr seht, es ist sehr dunkel. Wir haben es sehr spät. Unsere Eltern haben uns es erlaubt, rauszugehen, damit wir ihnen Eistee mitbringen. Und wirklich, hier wächst auch nur Eistee. Genau um 3 Uhr nachts. Hier hing der Eistee. Wir haben ihn gepflückt und getrunken. Für euch, macht das nicht zu Hause nach. Das ist wirklich gefährlich. Hallo Freunde, ihr glaubt es nicht, wir sind auf den Alpen. Seht mal, was ich gefunden habe, Gold, ich habe Gold gefunden. Dieses Goldstück werden wir schmelzen und danach können wir es essen, wie ein Gouda-Käse. Leute, wir haben Larven gefunden, das sind trockene Tomaten, die man essen kann. Leute, in der Wildnis, da gibt es Saubermachdinger für euren Schuh. Ihr könnt einfach eure Füße bei diesem freien Stück sauber machen. Freunde, das ist ein kostenloser Parkplatz für eure fetten Hütter. Die können sich hier hinrollen. Und nein, das und für ist den Wal ist sogar noch Wasser da. Just wondering if you got your photos printed? Bogus printed? What? Poggers. Just wondering if I can suck my own cock. Welcome back to the tutorial. Boah, wie geil eigentlich Frauen sind. Doch. Heute haben wir hier unseren Begattungsapparat. Jetzt sind wir bestimmt schon bei 30 Kilometern. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Was ist denn mit Carsten los? Leute, lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten abonniert doch diesen geilen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Müsst ihr auch nur noch die Glocke aktivieren und dann werdet ihr auch immer benachrichtigt. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Schreibt noch gerne einen Kommentar und dann tschüss, meine lieben Freunde.